Oh. Herzlich willkommen bei Assassin's Creed 2. Ja, ich habe eben überlegt, was wir machen müssen und ja, einfach erstmal zum Fragezeichen laufen. Und wir reden mal mit ihm. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio, ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Aber seid gewarnt, er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Oh, ein neuer Umhang. So, und bevor wir gleich anfangen, schaue ich noch mal die Einstellung. Ich habe keine Lust. Immer derselbe Scheiß. Immer. Kaum beende ich mal das Spiel, schon beim nächsten Mal wieder aufnehmen, ist es wieder, ja, normal halt, wieder auf 10. Vielleicht liegt es an, wegen Assassin's Creed 3, kann ja sein. Da bin ich nämlich voll Lautstärke, naja. So, aber Venedig, ich will gerne mal noch bin ich. Oh. Hast du die Hinrichtungen verpasst? Verdammt. Sie vermitteln eine Botschaft. Lang nicht mehr hier rumgelaufen und andere ermordet. Wird langsam mal wieder Zeit, welche zu töten. Naja, so ist es. So. Ach, Venedig soll schön sein, habe ich gehört. Berlin ist auch schön. Und Hamburg auch. Leonardo! Leonardo! Mi dispiace, Messere, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, amico. Sehr mysteriös. Auch er will nach Venedig. Was für ein komischer Zufall, muss ich schon sagen. Naja. Okay. So. Ich würde dann mal sagen, auf Wiedersehen, Florence. Ich würde gerne nach Italien fahren. Soll schön sein, ne? Pizza, Nudeln, nee. Nee, Spaß. Müssen auch die Sehenswürdigkeiten angucken. Oh, warum nicht? Man ist ja nicht alle Tage in Venedig. So, hier benutzt man die Leiter. Rüberjumpen. Ich glaube, das müsste schneller gehen. Aber zu Fuß ist man eigentlich auch schon zu schnell. Ach, ey. Und da war ein Dieb, glaube ich. Nee. Moment. Ach, gut. So. Auf geht's. Hier haben wir ja das Schleichen geübt. 13.000. Plus 8. Ich glaube, wir kriegen denn unsere Stadt fertig. Ich würde
sagen, wir fahren zuerst nach unserem Onkel, machen die Stadt fertig, kaufen dann noch ein paar Sachen ein. Und dann geht's auf zu... Frisch gefangene Igel. Wie heißt der Typ? Leonardo. Ja, ja. Sind wir richtig? Nee, ne? Oder? Ja. Stimmt. Also, wie gesagt, erst nach Mario, dann nach Leonardo. So, Monte Regiani. Gut. Entschuldigung. Aber keine Ahnung, warum ich müde bin. Also warum ich gehe. Also langweilig ist mir das hier nicht. Ganz im Gegenteil. Kommt und seht, was meine Galerie zu bieten hat. Sicher. Das ist ein schönes Bild, oder? Oder Sünde, ich finde schon. Brauchen, hm? Ich habe Devotionalien hier für die Nee, nee. Anscheinend kann er das nur so gut, weil es da dreimal hängt. Ach. Doofer Künstler. Der ist bescheuert. Ja. Ich weine. Die schöne Kunst, die er vonstaltet. Nee. Sowas, sowas, sowas. Nee, nee, nee. Fast 30.000. Ich glaube, jetzt sind wir die Reichsten. Der Papst kann uns nichts mehr. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Warum nicht? So. Renovieren. Ach, nee. Fertig. Immer noch nicht fertig oder was? Krieg ich hier noch irgendwas fertig? Nee. Buon viaggio. Dachte, das Geld reicht. Boah, ey. Nee, 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 so was. Nee. Sie sind ganz schön geldgierig hier. Sprechen Sie. Sprechen Sie. Jetzt sprechen Sie schon. Tut mir leid, aber... Ja, ich rede gern mit mir selbst. Ja, danke. So. Ich will die töten. Schade. Also komm. Ich glaube, die normalen Leute kann man töten. 3 Stück und dann ist man weg. Genau. Da wollen wir hin. Och nö, ne? Auf zum Schnellreiseportal. Okay, das war jetzt ein Fail. Das war Fail. Och nö. Ach, wollt ihr mich doch alle hier verarschen? Na gut, dann reiten halt mit dem Pferd. Sind ja gleich da. Noch 400 Meter.
350 Meter. Noch 300 Meter. Noch 250 Meter. 50. 200 Meter. 150. Kleine Bäumchen. Wow, Bäumchen. Na, hier haben sie aber nicht ordentlich gepflanzt. Und da müssen sie auch noch pflanzen. Aber Bäumchen. Bäumchen. Da ist ein Baum. Baum. Baum, 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 Das ist... Ah, jetzt weiß ich. Jetzt ist mir alles klar. Mit dem Reiseportal kann ich ja nur zu den Orten reisen, wo ich schon war. Ach, ey. Danke, Gehirn, für deine frühzeitigen Erinnerungen. So.